Ich begrüße Sie und euch hier bei unserem Gespräch über Haiti in seinen beiden Dimensionen, seiner konkreten Realität und seiner Bedeutung als emanzipatorisches Ereignis. Mein Name ist Katja Maurer und gemeinsam spreche ich mit Andrea Pollmeier. Wer das nicht weiß, wir haben zusammen ein Buch geschrieben. Huch, das bin ich ganz richtig in der Lage, es in die Kamera zu sagen. Das heißt, haitianische Renaissance, das haben wir letztes Jahr geschrieben, dass die Situation der Hilfe in Haiti reflektiert, also vor allen Dingen ihren kolonialen und neokolonialen Charakter, aber versucht auch die aktuelle Situation einzubetten in eine Geschichte der Marginalisierung von Haiti, einer Ausgrenzung und der Verneinung seiner Bedeutung für die Weltgeschichte. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen über die aktuelle Situation unterhalten, aber es wird immer einfließen, warum wir uns mit Haiti über das Konkrete hinaus unbedingt beschäftigen müssen. Vielleicht fangen wir an mit dem Anfang, das ist gut mit dem Anfang, aber mit der aktuellen Situation. Wir kennen ja Haiti eigentlich oder nehmen Haiti hier immer wahr, wenn dort Naturkatastrophen stattfinden, humanitäre Katastrophen. Dann wird auch ich gefragt, wow, oder Andrea, was sagen Sie jetzt zur aktuellen Situation in Haiti? Weil man sieht Erdbeben, Leute, die sich nicht schützen können, viele Tote, viele obdachlos gewordene. Also eine recht dramatische Situation, die Sie möglicherweise auch alle im Fernsehen verfolgt haben. Das ist sehr traurig, dass es solche Naturkatastrophen immer wieder gibt. Diese Insel ist extrem den Wetterbedingungen ausgesetzt, also Tropenstürme. Haiti gehört zu den fünf am meisten vom Klimawandel betroffenen Ländern der Welt. Es gibt dazu eine UNO-Studie, also gehen schon jetzt davon aus, dass es für Haiti, die Haitianerinnen, ganz, ganz schwer wird, sich mit einer Resilienz dort zu stärken gegen die Folgen. Und jetzt kommen noch die Erdbeben hinzu. Wir alle wissen von dem schweren Erdbeben 2010. Das Erdbeben damals gehörte zu den in der Geschichte aufgezeichneten schlimmsten humanitären Katastrophen mit unzähligen Toten zwischen 200.000 und 300.000. Es lässt sich gar nicht genau feststellen, wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Und wir haben die Situation, dass jetzt dieses nächste Erdbeben, was stattgefunden hat im Süden Haitis, darauf verweist, dass tatsächlich ein Zyklus von Erdbeben begonnen hat mit dem Erdbeben von 2010. Also die Gefahr, dass es weitere Erdbeben geben wird, die ist sehr groß, weil sich Haiti auf derselben Spalte befindet wie Japan. Allerdings die letzten 200 Jahre bis auf 2010 kein Erdbeben hatte. Also deshalb das gesamte Generationenwissen, wie schütze ich mich gegen Erdbeben, was sonst in erdbebengefährdeten Regionen durchaus vorhanden ist, in Haiti völlig fehlt. Deshalb, wir können davon ausgehen, dass dieses Erdbeben vergleichsweise wenige Tote hatte. Wenn das jetzt in Cap Haïtien oder in Port-au-Prince erneut passieren würde, würden wir wieder über Opferzahlen ähnlicher Dimensionen reden. Zugleich ist Haiti jetzt zum ersten Mal auch politisch in die Schlagzeilen geraten, weil es am Anfang Juli die Ermordung seines Präsidenten erleben musste. Für die Haitianer, das sagte mir kürzlich Pierre Espérance, mit dem ich vorgestern gesprochen habe, das ist einer der wichtigsten Menschenrechtsaktivisten in Haiti. Für die Haitianer ist das ein riesiger Schock gewesen. Weil so etwas bei allen Konflikten, die es in diesem Land gegeben hat und gibt, war vorher undenkbar, dass ein Präsident ermordet wird. Und zwar, das hat Pierre Espérance und seine Leute haben das festgestellt, faktisch von den Sicherheitsmitarbeitern ausgeliefert wurde an seine Mörder. Also sie haben ein 30-seitiges Dossier veröffentlicht über die Ermordung von Jovenel Moïse, indem sie nachweisen, dass alles Sicherheitsleute vorhanden waren, dass diese Sicherheitsleute aber nicht eingeschritten sind.
Und das ist, sagen wir mal, ein Menetengi ganz besonderer Art, ja? Weil wenn die Unsicherheit im Lande schon so groß ist, die Gangs auf den Straßen sind, und nun auch noch der Präsident einfach ermordet werden kann und nicht mal der engste Kreis der Sicherheitsberater und Sicherheitswachen in der Lage ist, ihn zu verteidigen, dann ist das eine Form von ja, Ende, wo man sich nicht vorstellen kann, was danach noch kommt. Pierre Esperance hatte mir erzählt, auch von der Erdbebenregion, ich hoffe, dass Andrea da was ergänzen kann, er war vollkommen verzweifelt. Er sagt, die Situation ist schrecklich. Wir können, es findet alles so statt, wie es schon 2010 stattgefunden hat. Es gibt Hilfe, internationale Organisationen fliegen dahin. Sie arbeiten nicht mit haitianischen Akteuren vor Ort zusammen, was schon 2010 das größte Problem war. Sie arbeiten mit den Gangs zusammen, weil die die Zufahrtswege zur Erdbebenregion kontrollieren. Und er sagte zu mir, Katja, stell dir vor, mit den Gangs arbeiten sie zusammen, aber nicht mit den lokalen Institutionen und Organisationen. Was ist das denn? Die Gangs, ja, die garantieren ihnen einen Zugang, also mit denen müssen sie reden. Ja. Das ist sozusagen ein Begriff von humanitärer Hilfe, der sich nur noch darüber buchstabiert, Zugang zu einer notleidenden Opferbevölkerung zu finden, denen man Decken und alles Nötige bringt, um dann auch wieder zu verschwinden. Also Pierre Esperance war extrem verzweifelt über die Situation vor Ort und sagt, die haben alle nichts daraus gelernt. Auch für uns, Andrea wird mich bestätigen, ist es sehr verzweifelnd, weil wir ja mit dem Buch versucht haben, eine sehr ausführliche Bilanz der gescheiterten Erdbebenhilfe zu ziehen, um einen Vorschlag zu machen, wie man daraus lernen kann. Das zweite Problem ist jetzt folgendes: Aus der Erdbebengeschichte von 2010 und aus der langen Geschichte der letzten Jahrzehnte ist eigentlich Haiti ein von außen verwaltetes Land. Es hat jetzt einen Namen, der Name ist CORE Group. Das ist sozusagen das sind die Geldgeber von Haiti unter Führung der USA. Die USA begreift sich als Hegemon, als zuständig für Haiti und alle Länder, die in dieser CORE Group sind, akzeptieren auch diesen Status. Die CORE Group, also Kerngruppe auf Deutsch, zu der gehören neben den USA die Europäische Union, Frankreich als ehemalige Kolonialmacht, aber auch Kanada, die Vereinten Nationen und man wundert sich, auch Deutschland. Weil Deutschland wollte nach dem Erdbeben irgendwie auch bedeutend sein und Mitglied dieser CORE Group, obwohl die Beziehungen von Deutschland zu Haiti eigentlich relativ schwach entwickelt sind, man sich immer fragt, was sie da drin machen. Also sie folgen den USA, das ist das, was sie darin machen. Für die USA und diese CORE-Gruppe entscheidet über das Geld, von dem Haiti vollkommen abhängig ist. Und wenn sie Vergleiche ziehen, dann sollten sie das tun mit Afghanistan. Ja? Also es ist eigentlich ein Land, was komplett von ausländischen Geldern abhängig ist, entweder durch eigene Verwandte geschickt oder durch staatliche und parastaatliche Institutionen gewährleistet. Und entscheidet eben deshalb eigentlich auch über die wichtigsten Belange in Haiti selbst. Nach der Ermordung des Präsidenten gab es einen Streit in der haitianischen Führungsriege der Präsidentenpartei, wer denn nun der neue Präsident werden soll. Dann hatte sich einer gemeldet, der war bislang der Premierminister, war aber gerade abgesetzt worden, Claude Joseph, und dann der noch nicht ins Amt eingeführte, aber schon ernannte neue Premierminister Ariel Henry. Beide stritten darum, wer jetzt der neue Interimspräsident wird. Wer hat das entschieden? Die Vereinigten Staaten in der CORE Group. Denn da gehen die dann alle hin und lassen entscheiden sozusagen, wer wird der neue Präsident. Ja, das ist sozusagen, das ist die Gemengelage, in der wir uns in Haiti gerade befinden, eigentlich ein von außen verwaltetes Land, aber in einer Form von Fernmanagement. Es gab ja früher die MINUSTAH, 17 Jahre lang eine der längsten Militärinterventionen der Vereinten Nationen. Und die haben aber 2017 ihre Arbeit eingestellt und seither ist faktisch diese Sicherheitssituation vollkommen in der Hand von privaten Wachfirmen.
Weshalb wir jetzt zum Beispiel auch erlebt haben bei dem Mord an dem Präsidenten, dass dort Venezolaner, Kolumbianer, Haitianer, US-Amerikaner festgenommen wurden, ja, die sozusagen schon deutlich machen, dass wir es mit jetzt einer Konstruktion aus Profitsucht, privaten Sicherheitsfirmen zu tun haben. Das ist ein undurchschaubares Geflecht und wird sehr, sehr schwer zu kontrollieren sein. Also das ist jetzt die aktuelle Situation, also auf Englisch würde man sagen, a real mess. Ja? Also es ist wirklich eine sehr, sehr verwirrende und undurchschaubare Situation für uns alle und auch für die Haitianerinnen und Haitianer selbst. So, jetzt mal, das ist mein Part, um schon mal das Ganze aufzumachen. Und Andrea, vielleicht kannst du, hast du ja auch hast viele Kontakte nach Haiti, vielleicht hast du auch gerade gehört, wie die Situation im Erdbebengebiet ist. Ihr habt auch Familie dort vor Ort. Vielleicht kannst du auch uns ein bisschen was dazu erzählen. Ja, gern. Also danke, Katja. Du hast wirklich super das Spektrum angesprochen, das im Moment in Haiti wichtig ist. Also einerseits die sehr wichtige politische Gesamtlage und dann aber auch die komplizierte Lage, die sich nochmal durch die geografische Lage Haitis ergibt. Hurrikan- und Erdbebengefahren sind einfach Alltag in dieser Region und sie betreffen auch nicht nur Haiti, sondern diese Art der Gefahr betreffen nicht nur Haiti, sondern auch Kuba oder Puerto Rico. Also das heißt, die Region selber hat lernen müssen mit diesen geografischen Rahmenbedingungen umzugehen, die natürlich jetzt durch die Klimakatastrophe umso schlimmer werden. Aber es gibt hinter dieser Lage eben noch das große politische Problem, auf das ich nachher eingehen möchte. Jetzt zunächst nochmal auf die Situation vor Ort. Ich habe etwas mehr Jeremie im Blick, was etwa 120 Kilometer vom Epizentrum entfernt ist und insofern nicht so krass betroffen ist wie Le Cay. Also die Erdbebenfolgen sind in dieser Stadt Le Cay besonders krass hart gewesen und haben eben auch viele, viele Schäden in Häusern, Zerstörungen und auch Tote, Verletzte herbeigeführt. In Jeremie ist es zum Beispiel ein großes Problem jetzt, dass auch die Eisenbrücke, die über den Fluss führt, die dann Zugang nach Jeremie gibt, wackelig ist und nicht mehr von Lastwagen befahren werden kann, sodass auch aller Materialien, die jetzt zum Wiederaufbau von Häusern erforderlich sind, nicht mehr angeliefert werden können. Aber natürlich auch Lebensmittel und andere notwendigen Transporte können im Augenblick nicht stattfinden. Also das ist ein ganz konkretes Problem, das jetzt in den letzten Tagen festgestellt worden ist. Dann gibt es erkennbar eine Art sich verstärkt aufbauende Parallelwirtschaft. Das zeigt sich daran, dass zum Beispiel jetzt Benzin geliefert worden ist. Das wird aber dann nicht in den Tankstellen, an den Tanksäulen verkauft, sondern der Magistrat der Stadt, also quasi der Bürgermeister der Stadt, hat sich entschieden, jetzt als Privatmann zu agieren und in einzelnen Kanistern dieses Benzin selber zu verkaufen und andere ähnlich. Also nicht nur er, aber an vielen Stellen gibt es jetzt kleine Stände mitten auch im tieferen Land, wo normalerweise großer Verkehr nicht herkommt, wo man diese Kanister zu recht teuren Preisen verkauft. Also die Preise haben sich innerhalb der letzten Tage vor dem Erdbeben und nach dem Erdbeben quasi um ein nicht verdoppelt, aber um die Hälfte erhöht. Und das ist existenziell in Haiti. Das weiß jeder hier, aber auch dort natürlich. Und die Erhöhung der Benzinpreise hatten 2018 große Aufstände in Haiti ausgelöst, als Moïse das über diesen Weg versucht hatte, den Staatshaushalt etwas zu sanieren. Das heißt, man merkt, da berührt man sofort eine Achillesferse in diesem Land. Ja. Dann ist vielleicht noch mal, worauf ich gerne sehr auch hinweisen möchte, das Attentat, das auf den Präsidenten ausgeübt wurde und das ausgelöst hat, dass die gesamte politische Lage sich noch mal maximal verschärft hat, ist in irgendeinem seltsamen
Zusammenspiel steht diese Naturkatastrophe mit diesem politischen Ereignis, weil eine Art Ausgangssperre verhängt wurde, also Martial Law ausgesprochen wurde, sodass die Geldlieferungen, die jetzt nach Haiti gehen, im Zusammenhang mit der Hilfe, wiederum in einer Weise, wenn sie über den Staat laufen, unkontrollierbar weitergeleitet werden. Und dieses ist ein Problem, das wir seit 2010 kennen, dass sehr viele Gelder, wenn sie denn überhaupt erstmal in Haiti ankamen, und ich möchte darauf hinweisen, dass die internationale Hilfe aus Amerika ist nur ein Cent von einem Dollar nach Haiti gekommen. Also es ist enorm viel auch in den eigenen Ländern geblieben. Es ist nicht nur ein Problem Haitis, aber in Haiti eben auch sehr stark. Die haitische Elite ist korrupt und die politische haitianische Elite, die an der Regierungsmacht ist, ich möchte nicht sagen jeder Politiker, aber viele innerhalb der Regierung sind korrupt und leiten Gelder in eigene Interessenbereiche weiter. Und das kann jetzt natürlich wiederum erfolgen, sodass, das finde ich sehr gut, viele Hilfsorganisationen sich inzwischen entschieden haben, bewusst das Geld direkt an vor Ort lokal aktive Hilfseinrichtungen zu geben und nicht über den Staat zu leiten. Das war 2010 zum Teil schon so, aber das ist jetzt besonders bewusst nochmal in dieser Weise gelöst worden, oder der Versuch, diesen Konflikt zu lösen, ist so gemacht worden. Ja, vielleicht ist das so der erste Part. Ich gucke mal gerade auf die Fragen. Gibt es vielleicht von Seiten der Zuschauer schon Fragen? Wir möchten nicht einfach so einen frontalen Vortrag halten, sondern wirklich eine Art ins Gespräch kommen und auf Ihre Fragen reagieren, soweit sie von Ihnen kommen. Also gerne über das Chat uns beschreiben, welche Fragen Ihnen auf den Nägel brennen. Ansonsten würde ich einfach weitergehen in der Beschreibung der politischen Hintergrundsituation in Haiti, die ich für sehr wichtig halte. Katja, hast du jetzt eine andere Ich wollte nur noch Einflechtung mal zu? sagen, es gibt Ja? ein Studio, dann kann man auch, dann ist man auch mit Bild drin. Also wenn's, das wäre natürlich für uns jetzt einfacher. Wir können auch die Fragen nicht sehen. Wenn Sie welche haben, müssen Sie die in den Chat schreiben und dann wird den Andrea Schuld wird die Fragen dann sammeln und uns einreichen. Ja, irgendwie so. Aber wenn Sie ins Studio gehen, dann können wir auch direkt das Gespräch machen. Jetzt mach weiter, bitte, Andrea. Ja, gern. Also ich möchte einfach deutlich machen, dass man immer, wenn man über Haiti spricht, im Blick behalten muss, dass es da Katja hat es auch schon angesprochen, ein internationales Verhalten gegenüber Haiti gibt und es gibt innere Abläufe in Haiti. Es gibt natürlich immer auch diese humanitäre Not, der Medico sich besonders stark zuwendet. Aber Medico achtet auch immer in seinen Initiativen darauf, dass die politischen Kontexte mit berücksichtigt sind. Das heißt, Hilfe möglichst nicht eine Fehlentwicklung im Land weiter zementiert, sondern Kräfte befördert, die an der Korrektur dieser Verhältnisse mitwirken. Also das ist jetzt nicht schön geredet, sondern wirklich wichtig. Und wenn ich von diesem internationalen Verhalten spreche, dann heißt es, dass sich eine eigentümliche Komplizenschaft, so möchte ich das nennen, zwischen internationalen Geldgeber, Hilfs- oder Unterstützungsaktivitäten ergeben hat und einer lokalen Oligarchie, die eigene Interessen in diesem Land verfolgt. Das bedeutet, ein Präsident, der angeklagt worden ist vom Supreme Court in Haiti, Gelder aus der Hilfs-Solidaritätsleistung Venezuelas nach Haiti, also an der
Milliarden Dollar wurden von Venezuela an Haiti quasi gespendet, ist das falsche Wort, aber Energie geliefert, Benzin, das zu günstigen Preisen geliefert wurde und dann aber zu etwas erhöhten Preisen in Haiti verkauft werden konnte, sollte der Staat ganz regulär machen, nicht unter der Hand, wie ich es eben erzählt habe. Und der Gewinn, der dadurch entsteht, sollte dann wiederum in den Aufbau der Energieentwicklung in Haiti fließen. So war das ursprünglich mal geplant von Venezuela aus, aber diese 1,5 Milliarden, also 1,4 Milliarden Dollar sind in die Taschen, vielfältig in die Taschen von Politikern geflossen. Dieses wurde aufgedeckt, wurde öffentlich gemacht, wurde auch die Politiker wurden angeklagt, aber niemand hat bisher je ein Urteil gesprochen. Und diese Situation, dass es tatsächlich keinerlei konsequente Strafverfolgung von Straftätern gibt, vor allen Dingen im Bereich der Korruption, aber auch im Bereich von Attentaten, die durch Gangs ausgeführt worden sind, führt zu einer Unsicherheit in Haiti, die es in diesem Land noch nie gegeben hat. Das heißt, seit 2018 steht die Bevölkerung immer wieder auf der Straße. Es gibt Protestschreiben von den Intellektuellen, von der gesamten Zivilgesellschaft. Juristen haben gestreikt in Haiti. Es gibt enorm viel Protest. Auch der Senat, der Rumpfsenat, der noch existierte, hat sich gegen den jetzigen Präsidenten ausgesprochen, hat einen anderen Präsidenten als Interimspräsidenten vorgeschlagen nach dem Attentat von Moïse. Dennoch stellt sich die internationale Gemeinschaft, die USA, und weil es die USA tut, entsprechend auch der Europäische Union, also die gesamte Core Group, stellt sich hinter diesen Präsidenten, der jetzt das Land regiert, der zuvor als der getötete Präsident, der angeklagt war, Korruption durchzuführen, wurde weiterhin von der amerikanischen und der internationalen Gemeinschaft unterstützt. Es gibt konsequent immer weiter eine Rückendeckung für diese Art der politischen Führung, die, haben wir in dem Buch, das wir veröffentlicht haben, dokumentieren können durch einen Bericht von Ricardo Seidenfuß, der ein Diplomat der Organisation Amerikanischer Staaten war und zu der Zeit, als das Erdbeben in Haiti stattgefunden hat, im Amt war. Er hat in diesem Beitrag, den wir veröffentlicht haben, sehr, sehr genau dokumentiert, wie schon damals, 2010, die Wahl von Michel Martelly, dem Vorgänger von Moïse, aber aus der gleichen Partei, also man hat darauf achtet, das ist die gleiche politische Achse, wie er durch Manipulation der Wahl ins Amt berufen wurde. Und diese Manipulation wurde direkt von der amerikanischen Regierung aus initiiert unter Hillary Clinton. Das bedeutet, man hat es mit einer politischen Gruppierung zu tun, die enorm gestützt wird von mächtigsten Kräften von außen. Diese finden natürlich eine Resonanz in Bereichen der haitianischen Gesellschaft, einer Oligarchie, die von diesen Vorhaben profitiert. Aber es gibt eine ganz breite, ernsthafte, gut ausgebildete, kompetente Zivilgesellschaft in Haiti, von der wir hier ganz selten etwas mitbekommen, denn im Falle eines Erdbebens werden immer die Superarmen gezeigt, denen schlimmstes Unglück geschieht. Aber die eigentlichen Kräfte, die auch dieses Land geführt haben und die mich auch sehr stark geprägt haben in meiner Begegnung mit Haiti. Also ich bin ja auch Kulturjournalistin und habe sehr viel mit Autoren zu tun, die sich in Haiti als Political Intellectuals verstehen und nicht abseits des gesellschaftlichen Lebens arbeiten, die alle engagiert sind und versuchen, dieses Land wieder auf ein
anderen Weg zu führen. Aber seit 2010, also nach dem Erdbeben, hat sich die Gesamtlage in Haiti so extrem verschlechtert. Also es war schon schwierig unter Duvalier. Die Sicherheitslage war mit Toto Makut und unter Aristide mit Schmären immer schwierig. Aber Evelyne Trouillot, die Autorin, die jetzt hat einen Beitrag für die Le Monde geschrieben, so extrem unsicher war die Situation in Haiti noch nie wie unter Jovenel Moïse. Jovenel Moïse hat etwa 2 Monate bevor er selber ermordet worden ist, man vermutet einen initiierten Putsch bewirkt, der ihm dazu es ihm ermöglichte, mehr als 23 Personen des zivilen Lebens zu inhaftieren. Er hat drei Richter, die in diesem Verfassungsgericht tätig waren und ablehnten, ein Referendum durchzuführen, das die Verfassung in Haiti noch einmal so ändern sollte, dass es noch stärker wieder diktatorische Freiheiten ermöglichte. Diese drei Richter wurden vorzeitig von Moïse in den Ruhestand versetzt und durch drei andere Richter seines Willens ersetzt auf nicht konstitutionelle Weise. Also das bedeutet, er hat selber massiv in den letzten Wochen vor seinem Tod dazu beigetragen, dass sich in Haiti ein System etablieren oder zementiert werden sollte, das diktatorische Wege zurück in einen Staat, wie ihn er unter Duvalier geherrscht hat, wiederhergestellt werden sollten. Katja möchte. Andrea, ich will jetzt nicht ergänzen, weil wir könnten Sie wahrscheinlich alle mit immer weiteren Details nicht belästigen, aber Details, wir wissen sehr viele Details, die immer die gleiche Geschichte erzählen, ja? Und das eben genau, das nochmal zur Wiederholung, eine einheimische Oligarchie, wir würden vielleicht sagen, der globale Norden in Form dieser einheimischen Oligarchie eng kooperiert mit den internationalen Geldgebern und vor allen Dingen den USA, die vor allen Dingen ein Interesse an Haiti hat, dass keine Haitianer in die USA kommen. Oder nur diejenigen, die man auch haben will, also im Gesundheitsbereich etc. Also das ist faktisch eine aufgegebene halbe Insel, die also ein Arbeitskräftereservoir hat, das jeweils eingesetzt wird, wenn es nötig ist. Die Alten werden in den USA gern von Haitianerinnen und Haitianern betreut und der deutsche Bäcker wird sie auch antreffen in der Dominikanischen Republik, wenn die Flieger wieder fliegen. Ja, denn das ist sozusagen die Grundlage natürlich für eine bestimmte Ökonomie, wie wir sie heute haben, in der diese aufgegebenen Zonen gleichzeitig Zonen sind, in denen Arbeitskräfte noch interessant sind, zum Teil. Der Rest ist nicht mehr interessant. Und das erklärt vielleicht auch, warum man sozusagen gar nichts mehr, auch in Haiti selbst gar kein Interesse mehr daran hat, dass sich dort etwas Eigenständiges entwickelt. Denn das könnte ja außer Kontrolle geraten. Während sozusagen mit den herrschenden Oligarchen zusammenzuarbeiten, so korrupt sie sein mögen, und sie sind ja wahrscheinlich mit an der Ermordung von Moïse beteiligt gewesen. Also ich gehe davon aus, dass da jetzt mit Mördern des Präsidenten weiter zusammengearbeitet wird. Aber das ist sozusagen, das ist, um die Interessen der Abschottung zu wahren, dafür ist das gut genug. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die ich jetzt hier gerne noch, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, genau, Lösungsvorschläge. Gibt es eine Zuschauerfrage, welche Lösungsvorschläge es gibt? Da würde ich dann, nur eine Geschichte noch vorher, dann könnte ich dazu auch noch etwas sagen. Die Haiti hat natürlich diese besondere Geschichte der haitianischen Revolution. 1804 hat Haiti die Unabhängigkeit erreicht. Schwarze Menschen, die versklavt wurden, die also noch nicht in der Sklaverei geboren wurden, sondern zu 60% noch sozusagen Sklaven gewordene waren, haben sich gemeinsam mit einer bestimmten
Gruppe aus mestizischen Gruppe, teilweise Väter haben, hatten oder Mütter in der Väter wahrscheinlich, zusammengetan und haben einen Aufstand gemacht, der sehr dazu führte, dass die Franzosen ihre schönste und reichste Kolonie aufgeben mussten. Das ist ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung gewesen. Gleichzeitig war das 1804, Sie werden mal jetzt rechnen, wann ist die Sklaverei abgeschafft worden, wenn Sie sind, das sind Jahrzehnte später. Ja, dieses Ereignis ist, sagen, musste gleichzeitig immer verleugnet werden, dass es überhaupt stattgefunden hat. Wir haben in unserem Buch, dazu hat Andrea einen ganz ausführlichen Beitrag geschrieben, nochmal nachgewiesen, wie dieser Emanzipationsversuch von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, allein durch die Tatsache, dass Frankreich verlangt hat, dass die Kolonisten entschädigt werden müssen. Also es waren faktisch eine Entschädigungsforderung entlang verloren gegangener Gewinne aus Sklavenarbeit. Diese Entschädigungsforderung war die einzige Chance, um überhaupt die zu erfüllen, war die einzige Chance, um nicht wieder überrannt zu werden von von französischen Truppen. Und also hat man sich darauf eingelassen. Das ist der Grund, warum Haiti heute vollkommen entwaldet ist, weil diese Wälder eben verkauft werden mussten auf dem internationalen Markt. Um die Schulden zurückzubezahlen, die Schulden wurden zurückbezahlt bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Also weit über 100 Jahre war Haiti in diese Schuldenfalle faktisch das paradigmatische Beispiel von allen weiteren Verschuldungen, aus dem globalen Süden, sozusagen dann immer den Eingriff des Westens auf die inneren Verhältnisse erlaubten, also wo dann immer Abbau sozialer Wohlfahrtsstaatlichkeit und so weiter gefordert wird. Also sozusagen die Verleugnung der Bedeutung der haitianischen Revolution ist fundamentaler Bestandteil der Moderne. Die haitianische Revolution ist die Erzählung darüber, dass das, was die Moderne als Aufklärung, Emanzipation auch anbietet, dass sie wirklich für alle gilt. Ja, es gibt eine sehr schöne Geschichte, die ich sehr liebe. Es gibt einen Paragraph in diesen Revolutionswirren gab es eine haitianische Verfassung, in der gesagt wurde, jeder Schwarze ist Bürger Haitis. Und mit Schwarz war eben nicht die Hautfarbe gemeint, sondern ein Schwarzer ist ein Bürger und das konnte auch ein Weißer sein. Sozusagen der Schwarze war der Freie. Aber der Freie war jeder, der in Haiti lebte und auf Seiten der Revolution gekämpft hat. Und es gab polnische Kämpfer, die mit der haitianischen Revolution gekämpft haben, weil sie damals selber kolonisiert waren von Frankreich, die waren eben auch Schwarze. Also insofern wird die ganze rassistische Scheidelinie, die über Jahrhunderte unsere eigene Vorstellung von der Welt natürlich geprägt hat, hat die haitianische Revolution aufgelöst. Und wenn wir heute uns vorstellen, dass wir eine Zukunft brauchen, in der wir gemeinsam versuchen, einen anderen Weg zu gehen, indem wir auch von unseren kolonialen und neokolonialen Positionen im Westen und im globalen Norden zurücktreten müssen, dann müssen wir auf dieses Ereignis zurückgreifen. Gleichzeitig ist es das extremverleugnetste Ereignis wahrscheinlich in der Weltgeschichte. Das macht es so schwer. Und diese ganzen Hilfsbemühungen, die ganzen Eingriffsbemühungen machen es auch wiederum sehr, sehr schwer, das Ganze sozusagen am Leben zu halten, die Idee. Ja? Also das ist wirklich, wie wenn es eine Attacke auf die Idee vom Universellen ist. Auch die Hilfe, auch die Eingriffe der reichen Mächte. Gibt es eine Alternative? Gibt es Lösungsvorschläge? Also Andrea hat das ja schon erzählt, dass 2018 eigentlich eine große Bewegung entstanden ist. Mittlerweile gibt es seit Januar diesen Jahres gibt es eine ganze, also sozusagen alle Parteien, alle Kirchen, selbst die evangelikalen Kirchen, alle zivilgesellschaftlichen Organisationen haben sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Und bis auf die Partei von Jovenel Moïse, also PHTK, die Partei, die jetzt auch an der Macht ist, mit denen wollen sie nichts zu tun haben.
Aber ansonsten sind alle, die irgendeine Repräsentanz in Haiti haben, in diesem großen Bündnis. Sie wollen eine Übergangsregierung haben, weil sie sagen, die Wahlen und die Wahlgesetze, wie sie jetzt sind, führen nicht zu einer legitimen Regierung. Und machen also Vorschläge für einen demokratischen Prozess von unten, zu dem es auch gar keine Alternative gibt. Denn wir wissen schon, von außen werden wir eine weitere Gangsterisierung Haitis betreiben. Es kann nur von innen geschehen und das müssen wir den Haitianern auch selber überlassen, wie sie das machen wollen. Und wir müssen sie darin unterstützen, weil wir haben Haiti komplett abhängig gemacht. Was wir jetzt versuchen und was wir auch schon im Februar, als dieses Bündnis zum ersten Mal zustande kam, versucht haben, war, die jetzt hier zu unterstützen. Es gibt eine große Gruppe von Nichtregierungsorganisationen, Frankreich, Belgien und auch so ein paar wie Medico und Miserio aus Deutschland, Brot für die Welt. Wir sind da drin, das nennt sich Stop Silencing Haiti. Wir versuchen, die EU zu lobbyieren. Wir versuchen mit Miserio und Brot für die Welt und bei der Bundesregierung zu intervenieren. Das ist uns bislang nicht wirklich gut geglückt. Aber das ist die einzige Chance. Das ist ein Wagnis. Niemand weiß, ob die das hinbekommen. Ja, weil es ist die Zeit der praktischen Lösung ist einfach vorbei. Das müssen wir uns klar eingestehen. Es gibt keine Lösung, wo wir heute ein Projekt machen und morgen führen wir es durch und übermorgen haben wir dann den ersten Meilenstein erreicht. Das heißt, wir müssen wirklich ins Offene gehen. Wir müssen es den Haitianerinnen und Haitianern überlassen. Das wird sehr, sehr, sehr schwer für die werden, weil wir extrem dazu beigetragen haben, dieses Land zu zerstören. Trotzdem, das heißt, wir müssen diese Prozesse unterstützen. Und da sehe ich, gibt es dieselbe Blockade, wie es das in allen anderen wichtigen Fragen auch gibt. Ja, dass sozusagen man traut sich nicht, einen anderen Weg zu gehen, weil man geht nur den Bekannten. Und die Angst, es könnten da jetzt Haitianerinnen, Haitianer in die USA gehen, die Dominikanische Republik baut eine Mauer um Haitianerinnen, Haitianer daran zu hindern, in die Dominikanische Republik zu gehen, wo sie aber als Arbeitskräfte mittlerweile zu Millionen gebraucht werden. Also das ist eine richtig krasse Form von, fast möchte man sagen, neuer Form von Sklaverei, die da gemacht wird. Man hält sie im Dreck und wenn man sie braucht, dann bezahlt man sie wahnsinnig schlecht, bietet ihnen keine rechtliche Sicherheit, aber man benutzt sie, um sozusagen preiswert Luxushotel und Ressorts aufzubauen und man soll wirklich, wer in die Dominikanische Republik fährt, in so ein Ressort, der weiß, wohin er fährt, weil das ist auf den Knochen der Haitianer so billig. Also insofern, das ist ein ganz, ganz enger Zusammenhang dieser Prozesse. Und ja, insofern gibt es eine Lösung so schnell nicht. Ja. So, Andrea. Ja, ich würde das sehr unterstützen und ergänzen wollen. Es gibt eine ganz deutliche Forderung der haitianischen Zivilgesellschaft und das ist die, das Ende der Straffreiheit in die Wege zu leiten. Denn das ist eigentlich eine der Wurzeln der Unsicherheit, die jetzt im Land grassiert, die explodiert ist. Und das ist natürlich zugleich nicht einfach, weil ich weiß, dass ich habe vor einigen Jahren, das war jetzt noch vor 2018, vor der Bewegung, eine Juristin gefragt, warum man nicht die Taten der Duvalier-Zeit aufarbeitet und so eine Art Gerichtshof installiert, wie man den in Südafrika oder auch nach dem Nazi hier in Deutschland nach diesem Satzsystem gemacht hat. Das heißt, die Aufarbeitung der Taten Duvaliers. Aber die fürchten einfach eine noch stärkere Spaltung und Zerwürfnisse im eigenen Land. Also das ist die Grundlage für eine gute Justiz, ist inzwischen in Haiti auch sehr stark geschwächt worden. Und also wir müssen an enorm vielen Punkten die demokratischen Grundinstitutionen in Haiti, die systematisch zerstört worden sind, wieder aufbauen. Und das geht also einerseits darum, eine Regierung ins Amt zu berufen, die mit der Zivilbevölkerung arbeitet und nicht gegen sie.
Es geht zweitens darum, ein Parlament wiederherzustellen. Das Parlament wurde komplett aufgelöst. Also nur noch ein Drittel des Senates existierte, weil keine Wahlen zum Parlament stattgefunden hat. Moïse hat das unter fadenscheinigen Begründungen immer wieder weggeschoben. Also es gibt kein Parlament, es gibt keine Kontrolle und es gibt kein Justizsystem, das wirklich funktioniert, weil sie teilweise des Amtes enthoben wurden. Ein Jurist wurde vor wenigen Tagen oder Wochen vor der Ermordung von Mois selbst erschossen, weil er auch sich öffentlich gegen das von ihm gewünschte Referendum ausgesprochen hat. Also wir haben es mit wirklich einer ganz schwierigen Gesamtlage zu tun. Und man kann einfach nur hoffen, und das fordert jetzt die Zivilbevölkerung, Unterstützung von außen, sofern sie eben nicht, wie Katja auch gesagt hat, die PTHT, also die Partei von Moïse und von Michel Martelly unterstützt, sondern die wirklichen unabhängigen demokratischen Parteien versucht wieder stärker zu stützen. Und sie fordern, dass es eine Rechtsprechung gibt, die die Banden, die Spitzen der Banden vor Gericht bringt und die auch die Korruption der Petrokarib-Aktivitäten, die der bereits angeklagt worden sind, dass diese Gerichtsverfahren weitergeführt werden. Und das wird dann sehr viele betreffen, die zu der einflussgebenden Oligarchie in Haiti gehören. Also insofern wird es natürlich ein sehr, sehr, sehr komplexes Unterfangen werden. Ich glaube aber, es gibt kaum eine Alternative, außer man wird wirklich die Haitianer vollkommen im Stich lassen und nur noch in Naturkatastrophen mal kurz einfliegen. Das ist dann die Alternative und das wäre eine sehr symbolische Handlung. Aber ich bin nicht sehr hoffnungsvoll, dass es uns gelingt. Was mich beeindruckt, ist dann trotzdem auch, was Andrea auch gesagt hat, wenn ich mit Pierre Espérance spreche. Ja, der Pierre Espérance, da waren schon die Gangs in dem Büro in Delmar, ja, er hat mehrere Todesdrohungen bekommen und Todesdrohungen sind ernst zu nehmen, weil es ja neben den Massakern in Elendsvierteln, wo sehr viele Menschen umgebracht wurden, auch gezielte Tötungen gibt von politischen Aktivisten. Also gerade jetzt in den letzten Monaten hat es extrem zugenommen. Und Pierre, wie geht es dir denn da? Ja, ach, sag ich, was machst denn du im Büro? Du hast doch Todesdrohungen. Das weiß doch jeder Mensch, wo euer Büro war. Da sind die ja schon mit Waffen fuchtelnd drangegangen. Wie geht's denn deinem Sohn? Hat er zu mir gesagt. Ja, also das ist eine Form von Selbstbehauptung. In dieser Situation, die extrem beeindruckend ist. Ja. Es geht nicht darum, sich zu zeigen als mutig oder was, sondern diese Leute wie Pierre werden einfach weitermachen, solange es irgendwie geht, daran festzuhalten, dass es eine Alternative gibt, wo keine Alternative aufscheint. Und das ist vielleicht die einzig beruhigende Nachricht, die es da jetzt erstmal gibt. Und ich fand jetzt auch dass die sich hingestellt haben und diesen Untersuchungsbericht zusammengestellt haben, ja, über alle Details. Die haben mit allen gesprochen. Ja, die haben von jedem dieser Massaker, RNDDH, also die Menschenrechtsorganisation, ausführlichen Bericht gemacht, alle Namen festgehalten. Ich habe die mir zum Teil angeguckt, da werden alle Namen der Toten festgehalten. Wer ist ermordet worden? Alle Vergewaltigungen werden aufgezählt. Ja. Also das heißt, sie sitzen da und werden alles vorbereiten, was sie können, dass wenn einmal eine Chance besteht, das vor Gericht oder in irgendeiner anderen Form zur Sprache zu bringen, dass es dann auch da ist. Und das ist auch das Einzige, was man jetzt machen kann. Und das ist nicht wenig, wie ich finde, sondern das ist extrem viel. Es bedeutet mir auch sehr viel und nicht nur mir, auch der Andrea sicher. Also zu wissen, dass es das gibt, ja, und dass diese Leute da sind. Ja, also ich möchte das wirklich bestätigen. Und vielleicht ist das auch noch ein Punkt, der für Haiti besonders ist. Es gibt immer noch eine sehr starke Freiheit der Information.
Also es gibt eine Zeitung, es gibt Medien, die kritische Stimmen ausdrücken können. Und das ist auch im Unterschied zu Afghanistan, wo man Angst haben muss, dann am nächsten Tag wirklich inhaftiert, verschleppt, was weiß ich zu werden. Also diese massive Unterdrückung der Meinungsfreiheit, die gibt es in dieser Form in Haiti noch nicht. Und es gibt tolle, professionelle Journalisten, mit denen man zusammenarbeiten kann. Es gibt diese in wirklich ganz starke, kraftvolle Menschenrechtsorganisation, von der Katja gerade sprach. Und es gibt tolle Juristen, mit denen ich sprechen konnte, die immer noch ihr Leben auch einsetzen, um eine seriöse Form der Rechtsprechung durchzuführen. Ja, also es gibt eine sehr, sehr kraftvolle, intellektuelle und vitale zivile Bevölkerung in Haiti, die sich engagiert, die ausgebildet ist, zum Teil im Ausland, aber zurückgekehrt ist, die aber auch, es gibt auch immer noch total gute haitianische Schulen. Also es gibt das alles, aber es wird, ich sage das jetzt mal so krass, platt gemacht. Es wird unter eine Betondecke gesetzt, wie Tschernobyl also alle, nur werden die guten Kräfte in diesem Falle unter dieser Betondecke platt gemacht, damit grausam anderes grassieren kann. Und ich kämpfe darum, dieses Bild von Haiti, das so ein bisschen wie so ein was weiß ich, so ein Mörderstaat wirkt oder so ein Mafiastaat, etwas aufzubrechen, weil es gibt wirklich ganz andere Bewegungen. Und ich bin auch in anderen Staaten wie der Dominikanischen Republik oder auch Guadeloupe, die sehr nah an Haiti sind, denen es eigentlich materiell sehr viel besser geht, wo auch die Sicherheitslage erheblich besser ist. Und das ist ein sehr, sehr existenzieller Faktor. Trotzdem gibt es in Haiti weiterhin eine Lebendigkeit, eine Autonomie des Lebens, dass ich nicht, also ich will da nicht naiv daherreden, es ist wirklich real. Es ist eine enorme Kultur, die ihr Leben entwickelt in Haiti und in die internationale Welt hinausstrahlt. Das kommt nicht von nichts. Also das muss man vielleicht auch nochmal hinzufügen, und ich glaube, es ist ein Beispiel, was über Haiti hinausweist, dass man natürlich Haiti nicht nur in seinem geografisch sehen darf, sondern dass es natürlich Haiti ist an vielen Orten. Ja, die Diaspora, das Exil, ja, lebt in Deutschland zum Teil, vor allen Dingen aber in den USA und in Kanada. Und es gibt eine sehr enge transnationale und transkulturelle Verbindung darin. Das erlebe ich auch, wenn ich jetzt Syrer in Deutschland erlebe oder Libanesen, dann spielt das ja doch eine große Rolle. Und das ist etwas, was ich glaube, was auch nochmal mit dieser Migrationsfrage so eng zusammenhängt, weil dies ist ja doch auch tatsächlich oft der einzige Weg. Ich meine, Pierre ist noch in Haiti, seine Familie, die auch Todesdrohungen hatte, seine Kinder hat er ausgeflogen. Ja? Also das kann man nicht mehr nur noch geografisch in diesem kleinen Raum sehen. Und es gibt, wenn wir Raoul Peck nehmen, ja, es gibt diese Intellektuellen, die eigentlich Weltintellektuelle sind, der den Film über James Baldwin gemacht hat, der mal Kulturminister war, etc. Also insofern, die einfach dann diese Erfahrung auch der haitianischen Geschichte, ihrer Verleugnung, dem Missbrauch durch internationale Einmischung jedweder Art, militärisch, humanitär etc., in etwas übersetzen, was für die Welt von Bedeutung ist. Zu den Banden. Das ist natürlich, sagen wir mal, wenn wir jetzt davon reden, das ist eine Zuschauerfrage, was mit den Banden kommt hier, kann vielleicht Andrea, die manches da auch besser kennt, vielleicht nochmal genauer sagen, aber gerade sind natürlich diese Banden in meinen Augen durchaus auch ein Ausdruck dieser Situation. Die übrigens auch sehr viel revolutionäre Worthülsen benutzen, ja, und damit auch etwas treffen. Ja, dass sie nämlich dann es gibt dieses berühmte Video von Jimmy Barbecue, das ist dieser der von der neuen der Bandenchef, der eng mit Moïse verknüpft war.
was ich jetzt denke, was Pierre rettet, denn der ist von denen bedroht worden. Aber jetzt, wo sie diesen Bericht über die Moïse-Ermordung gemacht haben, könnte sein, dass die Banden auch ein Interesse daran haben, weil die wahrscheinlich nicht verwickelt sind in diese Ermordung, sondern das sind ja offenkundig andere Kräfte gewesen, was man auch an diesem ganzen internationalen Besetzungs. Aber die sind eben auch Ausdruck, wenn gar nichts mehr geht, wenn es kein Angebot mehr gibt, wenn Menschen auch von der internationalen Hilfe in Elendslager auf Dauer umquartiert werden. Es gibt es in Kanaan nach 2010. Die sind die einfach, damit wir nicht mehr die blauen Zelte in der Hauptstadt sehen müssen, wurden die einfach außerhalb der Stadt geschafft, wo sie wirklich dahin vegetieren. Ja, ohne Einkommensmöglichkeiten, ohne Verbindung, ohne Geld, mit Schulen, die so kein private Schulen, die irgendwer auch betreibt, um zu subsistieren und darin trotzdem was Gutes macht. Das ist alles nicht einfach. Aber es gibt keinen Staat, der dafür sorgt, dass die Leute mit dem Mindesten ausgerüstet werden. Warum gibt es dann solche Banden? Das ist doch wohl klar. Das ist eine Möglichkeit für sehr, sehr viele. Ja. Und jetzt sind sie auch unter Moïse auch noch gut ausgerüstet gewesen. Sie hatten plötzlich viel mehr Geld. Ja. Sie haben bessere Waffen. Früher sind die mit Macheten rum. Jetzt sind sie also mit sehr guten Waffen, zum Teil aus den Polizeibeständen ausgerüstet. Und zum ersten Mal in der Geschichte Haitis haben diese Banden auch ihre Orte verlassen. Also vorher waren diese Gangs an bestimmte Elendsviertel geknüpft und haben darin, wie in Brasilien, auch in den anderen Elendsorten der Welt, auch eine gewisse strukturierende Aufgabe gehabt. Ja? Also auf schreckliche Weise, aber man kann sie durchaus auf eine bestimmte Art mit Taliban vergleichen. Also dass sie diese dann auf ihre Weise auch verwaltet haben. Und jetzt sind sie, das war wirklich auch vielleicht ein wirklich dramatischer Schritt der haitianischen Elite, diese jetzt sozusagen aus den Vierteln zu benutzen, um ihren Machtkampf auszuführen. Also der Süden von der Hauptstadt und der Norden, die Zugänge zu jeweils Port-au-Prince und zu dem Ballungsraum Port-au-Prince, sagen wir, sind in der Hand von Banden zum ersten Mal. Die Leute mussten wegziehen aus diesen Orten, weil sie sonst nicht überleben können. Also sie sind richtig erklärt worden. Es werden so Art Zölle erhoben für jeden, der rein raus will. Also das ist eine neue Situation, dass diese Gangs nicht mehr in ihren Vierteln sind, und sondern dass sie jetzt faktisch eine eigene Macht über ihre Viertel hinaus haben. Nur eins, dann darfst du weitermachen. Die MINUSTAH ist ja, also die UN-Militärtruppen sind ja da hineingegangen, um diese Gangs zu bekämpfen. Das war ja der Vorwand, der Grund. Ja? Nach 17 Jahren gehen die weg und jetzt regieren die Gangs auf der Straße mit Ja, Gewalt. jetzt gibt es mehr denn je. Und Genau. das ist eben das Verrückte. Das ist ja das, was wir so paradox auch in Afghanistan beobachten, dass sich da eine Situation aufgebaut hat, die teilweise krasser ist, als es vorher war. Aber ich möchte die Gangentwicklung nicht binden an Armut zu sehr. Also die Armut gehört dazu, aber es ist nicht der eigentliche Grund, warum es im Augenblick so eine enorme Explosion an Ganggewalt gibt, die wir in Haiti beobachten können. Also es gibt in der Hauptstadt 90 verschiedene Gangs. Es gibt in der Umgebung, auf dem Land noch mal wieder so viele. Und eben einer der führenden Gangchefs, Jimmy Cherizier, du hast es eben schon gesagt, Barbecue wird er auch genannt, der hat jetzt eine Fusion von neun Gangs initiiert, so eine G9-Gruppe, analog zu G7 in der Wirtschaft, und will eine quasi Monopolstellung von Gewalt in den Händen dieser Gruppe schaffen. Wodurch ist das entstanden? Das ist natürlich ein Prozess, der schon sehr lange anhält. Es sind sehr oft, also Jimmy Cherizier auch, sind frühere Polizeichefs, die in diese Richtung mutieren. Cherizier ist angeklagt, verschiedener Gewaltakte,
trifft aber offiziell trotzdem den Justizminister für irgendwelche Verhandlungen. Also es gibt überhaupt keine, ich habe es vorhin schon gesagt, Verfolgung dieser Gruppen, da sie sehr nah aneinander gerückt sind und teilweise auseinander hervorgegangen sind. Die Materialien, also gerade die Waffen, von denen Katja auch sprach, sie gibt es jetzt enorm viele. Früher hatte Duvalier, also in der Zeit der Duvalier, war ganz klar, wer über Waffen verfügte. Heute ist es vollkommen gestreut. Und sie kommen viel über die Grenzen, werden sie importiert. Teilweise wurden auch schon Menschen, die mit Maschinengewehren per Flugzeug ankamen, in das Land reingelassen, versuchten eine Bank zu überwältigen oder da zu. Fällt gerade das Wort nicht an. Wieder, als sie aber gestört wurden, sind sie völlig unbehelligt wieder per Flugzeug mit ihren Waffen und unerkannt ins Flugzeug gestiegen und zurück in die USA geflogen. Also wir können es nicht konkret greifen, weil es noch keine so wissenschaftlich-sachliche Aufarbeitung dieser Zusammenhänge gibt, außer der Arbeit, die zum großen Teil auch wirklich die Menschenrechtsorganisationen machen, weil sie sehr streng die Vorgänge nachverfolgen. Aber man kann schon durch sehr viele Indizien sagen, dass es eine enge Zusammenarbeit auch da zwischen FBI, CIA und haitianischen polizeilichen Strukturen gibt. Also es ist unheimlich schwer, diesen Vorgang abzustoppen, wenn nicht ein gesamtpolitischer Wille sich offiziell dagegen stellt. Und da muss die Weltöffentlichkeit auch hinschauen. Ich mache es wirklich deutschen Medien zum Vorwurf, obwohl ich selbst Teil dieser Medien bin, dass man die Zusammenhänge nicht sichtbar macht, die Hintergründe nicht sichtbar macht. Man schaut immer nur auf das einzelne Ereignis, aber schon das, was 2 Monate vorher geschehen ist, durch genau diese Person, wird ausgeblendet. Und so kriegt man die wirklichen Zusammenhänge einfach nicht in den Blick. In den französischen Medien, also ich berufe mich jetzt oft auch auf Recherchen von Le Monde, weil ich in den letzten 2 Jahren nicht mehr in Haiti war, aber die ausländischen Medien sind teilweise näher dran und auch transparenter. Aber es gibt natürlich auch eine ganz kalkulierte, diffuse Meinungs- und Informationsvermischung, sodass es eine Irreführung von Informationen gibt, von jeweiligen Interessengruppen, sodass wir aus der weiten Ferne oft nicht mehr so klar sagen können, was ist jetzt eigentlich richtig oder falsch. Und Sie müssen mir vertrauen und das können Sie natürlich auch nicht, weil Sie nicht wissen, wie ich jetzt an meine Informationen gekommen bin. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Weg, aber trotzdem zwingend, weil ich glaube, er ist strukturell. Haiti ist exemplarisch. Diese Art von Gang-Entwicklung, nach der Sie gefragt haben, gibt es weltweit. Und man muss wissen, dass in Amerika das Budget für private Waffen Verkäufe und private Sicherheitsfirmen in den USA größer ist als das gesamte Militärbudget von England. Das bedeutet, es geht im Moment ein enormes Geld in den Bereich hinein. Und das bedeutet, die Waffenindustrie oder Schutzsicherheitsfirmen, diese Art, wie sie jetzt teilweise ja dann auch in Haiti bei der Ermordung von Moïse eingesetzt worden sind, gehören zum strukturellen System weltweit. Man kann sich einfach Mercenäre kaufen und einsetzen für das, was dem eigenen Interessen dient. Wir haben in einzelnen ausufernden Lagen, wie unter Trump jetzt, erkannt, zu welchen extremen Verirrungen das führen kann. In Haiti habe ich das Gefühl, sind all diese Übel versammelt. Man hat sie alle dorthin getragen und sie haben dort auch ihren Boden gefunden, sodass man erkennen kann, da ist in dem strukturellen politischen Handhabung unserer Welt sind sehr, sehr viele Dinge im Argen und wir müssen tiefer daran arbeiten und nicht nur im einzelnen Lokalen. Also das Lokale müssen wir helfen, da müssen wir helfen, dass Dinge menschlich wieder ihre Balance finden. Aber wir müssen zugleich als Weltöffentlichkeit darauf hinweisen, wir wollen eigentlich ein anderes Gesamtsystem.
Jetzt, wir werden jetzt aufgefordert, von der Regie sozusagen zum Ende zu kommen. Ich finde auch, gibt es halt ja Journalisten, Aktivisten in Deutschland. Was sind das? Sind das wir oder wer? Ich weiß, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich verstehe sie nicht. Gibt es haitianische Journalisten, Aktivisten in Deutschland? Richtig haitianische, nicht? Wir sind ja auch keine Haitianer. Also Es klar. gibt Haitianerinnen und Haitianer, die aktiv sind in Deutschland auf jeden Aber Fall. als Journalisten nicht. Ich glaube, das Problem ist wirklich die Verleugnung, die systematische Verleugnung des haitianischen Ereignisses, das sozusagen auch strukturell darauf Genau. gerichtet ist, Haiti immer als ein gescheitertes Projekt darzustellen und auch alles dafür zu tun, dass es gescheitert bleibt. Das ist sozusagen das, wir haben das in dem Buch, also wirklich versucht auch ein bisschen ausführlich darzustellen, da ist die Hilfe nur ein Teil von, wie das über seit Beginn der Selbstständigkeit stattgefunden hat. Und wir haben ja auch die vielen haitianischen Intellektuellen zum Teil als Kronzeugen und Gesprächspartner in unserem Buch mit drin. Also von daher lesen Sie das, da würden wir uns sehr drüber freuen, weil wir müssen uns einfach der Verleugnung entgegenstemmen. Und ich muss trotzdem sagen, dass die ganze postkoloniale Debatte, die ja auch in Deutschland sehr spät begonnen hat, wo jetzt klar wird, wenn man über das Postkoloniale spricht, muss man wieder über das haitianische Ereignis sprechen. Ich erlebe schon, dass es heute etwas leichter ist als noch zu Beginn beim Erdbeben, sozusagen den Kontext herzustellen. Da war eine deutsche Öffentlichkeit strukturiert nach dem Muster, das sind arme Schweine, denen müssen wir helfen. Und diese Helferposition hat vor allen Dingen dazu gedient, uns selbst zu überhöhen. Ja, also eigentlich Vorurteile, auch rassistisch konnotierte Vorurteile zu reproduzieren. Das ist meiner Ansicht nach damals passiert. Ich erlebe jetzt in der Debatte um Haiti ein größeres Interesse an den Zusammenhängen. Das ist möglicherweise noch nicht genug und zu spät. Aber es ist halt das, was wir tun können. Und ich würde jetzt sagen, wenn du noch Darf ein ich noch Schlusswort zwei haben Worte? möchtest. Ja, aber das war jetzt sozusagen mein Schlusswort. Und wir Ja. freuen uns, wenn wir noch Leserinnen und Leser Ich für unser möchte Buch finden. gerne auf ein Buch verweisen von Yannick Lahance, Sanfte Debakel. Da beschreibt sie, wie man als normaler Haitianer plötzlich zum Gangmitglied wird, aber auch die gesamten Umstände darum herum. Ich finde, es ist sehr, sehr gut, gibt sehr gut Einblick in die haitianische Gesellschaft. Und vielleicht mit diesem Hinweis auf eine haitianische Stimme darf ich Ja, dann auch. vor allem einen Hinweis darauf, dass wir mit Yannick Lahance, die wirklich eine der großen, bedeutenden Schriftstellerinnen der Welt ist, am 4. Oktober eine Lesung machen in Frankfurt bei Medico, die mit Sicherheit auch einen hybriden Charakter haben wird, also so dass man das auch online verfolgen kann und vielleicht interessiert sich das auch.